Also, nee, also jetzt, come on. Warte mal. Also, Hoodie und kurze Hose ist wirklich alles aber nicht normal. Entweder dir ist kalt oder dir ist nicht kalt. Wie oft ist am Computer. Am Computer ist was anderes. Nein, 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 nein. Am Computer ist was ganz anderes. Ich rede jetzt von draußen. Am Computer ist okay. Da kann man auch Hoodie oben und Unterhose unten machen. Das ist auch kein Problem. Doch, doch, doch. Das ist kein Problem. Doch, doch, das geht. Draußen, also in den eigenen vier Wänden ist alles okay. Da kannst du von mir aus auch Hoodie und unten nackt machen. Ganz ehrlich. Aber außerhalb der eigenen vier Wände, wenn deine Ellbogen bedeckt sind, dann sind deine Knie auch bedeckt. So, warum haben wir eigentlich nicht invaded hier, Level 1? Ash Nautilus ist ja... Puh. Lass mal hier einfach irgendwo absteppen. Wenn die hier irgendwo sind, haben die nämlich ein großes Problem. Ja, guck mal. So, also wenn die sich Level 1 irgendwo zeigen, rennen wir die einfach runter. Dann haben wir da wirklich keine Gnade. Die dürfen hier wirklich gar nicht existieren, Level 1. Na, schade, dass der Hook mich getroffen hat. Neun HP. Krass, ich dachte, es reicht, my bad. Na, habe ich mein Damage ein bisschen überschätzt. Aber Nunupath eh weg von uns, von daher ist okay, dass wir hier Base gehen. Ja, das sah jetzt irgendwie knapp aus, aber 9 HP ist ehrlich gesagt nicht wirklich knapp. Das habe ich einfach miscalculated. Wäre auch nicht worth gewesen tatsächlich. Das war tatsächlich einfach bad. Selbst wenn ich den Kill da kriege, ist es nicht gut, weil er hat TP. Er kommt immer wieder rechtzeitig auf Lane. Den da Low HP unter den Tower einzufrieren, sage ich mal, wäre viel schlauer gewesen. Okay, Grace ist jetzt aber eh Botzeit. Ich verliere leider den Ken-Minion hier. Ah, schade. Haben wir noch XP bekommen. Ich verstehe das TP von Varus wirklich null, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich verstehe tatsächlich auch null, warum wir geweaksided werden hier, aber... Fügen uns mal dem Schicksal. Ich glaube, der Graves ist immer noch hier, ist das Problem. Ja, ja, jetzt können wir wieder Aggro spielen. Jetzt können wir wieder Aggro spielen. So. Nunu kommt jetzt hier nach unten. Das ist sehr, das darf er nicht, das darf er nicht. Du musst nur den Hook töten, dann haben wir einen Kill. Komm, komm, komm. Oh Gottes. Warte mal, warum hat er seinen... Okay. Ich meine, nehmen wir mit, aber... Wieso hat er seinen Schneeball so früh losgelassen? Na gut.
Gut. Dann gehen wir jetzt für Quaken. Hat jetzt so früh angefangen. Ja, das kann sein. Er hat auch keine Boots, deswegen ist er so langsam. Moin, Ostfriesenmaschine, was geht? Wurde Nida schon gehotfixed? Gehotfixed? Du meinst, weil sie so eine kranke Windel hat? Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Nida können wir heute auch noch mal ein bisschen spielen, wenn sie gut passt. Botlane moved hier, ich muss das freezen. Aber die wollen irgendwie nicht gefroren werden hier, die Minions. Ah, toll, das hat ja wirklich gar nichts gebracht. Haha, mein Elo-Herz. Wurde echt gefixt, ja? Was wurde gechanged? Damage-Zahlen giga-nerft. Aber das ist witzig, weil sie halt legit nicht gebufft wurde, den Patch, ne? Na, habe ich kurz nicht aufgepasst, scheiße. Aber der Drake-Start war auch sehr illegal. Das zackt jetzt natürlich. Das hätten wir wahrscheinlich sogar fighten können, wenn ich da nicht auf K gewesen wäre. E-Ult und Schaden, okay. Aber ich glaube, es ändert tatsächlich nicht so viel an Nida. Nida hat halt Games, da ist sie sehr, sehr gut und hat Games, da ist sie sehr, sehr schlecht. Ich glaube, ein bisschen Damage ändert tatsächlich nicht, ob sie gut oder schlecht ist. Wir haben jetzt einen Hail of Blades, Varus mit TP. Ist das interessant. Lol, das wollte ich gar nicht dodgen. Oh. Ich brauche einen Minion. Ein Minion für Level 6. Ist das bitter. Wo zum Fick kommt der Graves her? Das hat ja gar keinen Sinn gemacht, dass der hier ist. Das hat wirklich absolut keinen Sinn gemacht. Oh Mann, ein Minion, dann wäre ich Level 6 gewesen. Dann hätten wir den Graves gekillt. Ist es schade. Ich hatte gehofft, dass der Nautilus den irgendwie noch lastet, aber ist leider nicht passiert. Thatch. Ja, das fühlt sich wieder sehr shit an bisher, das Game. Wir sollten, glaube ich, die Lane sehr viel härter gewinnen. Aber mal schauen. Der Grace ist legit überall, das ist krank. Der geht nur Spam-Ganken. Nicht erwartet im Graves gegen Nunu Matchup, dass der Graves derjenige ist, der gankt und der Nunu derjenige ist, der farmt. Naja, müssen wir mal gucken. Das war jetzt sehr ass. Ja, Drake gemacht. Na, Drake ist vor fast 3 Minuten gemacht worden. Deswegen macht es ja keinen Sinn, dass er bot war. Er hat Drake gemacht und ist 1 Minute später hinter uns. Also. Wow. Der war aber fast. Jetzt gucken, ob Graves hier ist. Oh. Ray macht so viel Damage. Na gut, das bleibt weiter spannend. Wo ist der Graves, ist die Frage. Wo ist der Graves? Ich mache einen Hawkshot nach oben. Weil eigentlich hätte ich uns hier Hawkshotten müssen. Okay.
Wo ist der Grace? Wo ist der Grace? The role between woman and weapon. Keiner weiß es. Oh ja. Weiß nicht, ob wir darauf followen können, aber auf das CP, Bruder. Grace ist top. Wir müssen den diven, auf jeden Fall. Wir müssen den diven, der darf hier nicht unterm Tower stehen. Ja, das ist natürlich... Ah, egal. Das ist natürlich nicht, wie du den Dive spielst. Das ist jetzt... Ich finde... Das ist immer so schwer einzuschätzen, weil das war jetzt natürlich ein absolutes Desaster. Horrible, hätten wir niemals spielen sollen. Aber das ist ein Dive, den muss man spielen. Den muss man spielen. In 10 von 10 Situationen muss man den spielen. Er darf halt einfach nicht auf Max-Range ulten. Er darf halt einfach nicht auf Max-Range ulten. Nee, Lethal Tamer macht da keinen Unterschied. Ich habe als Ash einfach nicht genug Schaden, um den von 100 auf 0 alleine zu bursten. Der Nautilus muss halt in Melee-Range kommen. Deswegen darf er da nicht mit Ult öffnen. Er muss sich schon ganz anders hinstellen. Aber happens. Happens, happens. Ein sehr schweres Game für mich. Kein Game, was man als Ash einfach so carryen kann. Wir gucken mal. Okay, nice. Problem ist, ich glaube, ich werde einfach gedived, wenn... Oh nein, Mama! ...Way hier ist. Okay, er ist nicht hier. Wo ist der Way? Ich dachte, er ultet viel früher. Wie habe ich den Cannon nicht bekommen? What the fuck? Ich dachte, der ultet legit instant, deswegen habe ich geflasht, aber hat er nicht so Bock gehabt zu ulten. Wait. Warum bin ich hier tot? Ich bin nicht tot. Was macht der Varus? Der will mich unbedingt snipen, ne? Ah, Botlane Tower fällt jetzt. War ein Toplane Tower auch schon gedroppt. Gar nicht lang laufen. Das ist wieder so eines dieser super komischen Games als Ash. Remind me, I'm still here.
Ding ist, ich verliere halt immer so aus Versehen halbes Leben. Im Game, wenn mich die Gegner angucken, dann verliere ich Leben. Sehr schwer zu spielen als Ashe hier. Sehr, sehr schwer zu spielen als Ashe. Hat der Nautilus tatsächlich fast zum Spiel beigetragen? Weil er lebt, danke für dein Raid. Der hat alles gegeben, auf jeden Fall. Der hat alles gegeben, der Nautilus. Es war nun leider nicht ganz so viel. Ja, es wird sehr schwer, das Game. Wir sind einfach irgendwie überall losing. Meine Ashe-Erfahrung ist Winning Lane, Losing Game. Ja, das ist auch so das Ashe-Prinzip. Problem ist halt, dass du mit Ashe nicht über deinen rohen Impact, sag ich mal, carryen kannst. Also du carryst nicht, indem du im Teamfight einfach 10.000 Damage machst. Und der größte Impact, den Ashe hat, ist in den ersten 10 Minuten halt die Lane so stark zu gewinnen, dass das Game schon krass in deine Richtung snowballt. Das haben wir halt leider hier gar nicht geschafft. Mal gucken. Ist halt sehr scary, sich hier irgendwo hinzubewegen. Wird halt jederzeit und überall einfach getötet werden. Und jetzt droppen wir den dritten Drake. Nicht so geil. Auch nicht so geil. Ich mute hier mal alle. Das sind mir sehr, sehr viele sehr unnötige Pings. Ich weiß auch nicht, warum wir jetzt zu vier top sind. Natürlich auch wieder ein weltgeiler Trade jetzt hier. Toplane T1 für zwei T2-Türme. Banger. Das meine ich halt, ich kann halt in solchen Fights nicht ein Autotank machen, ne? Oh, Nautilus. Baba. Es ist sehr schwer zu spielen für mich, das Game. Ich werde jetzt hier aber stayen und den Q versuchen zu dodgen. Dauern noch die Fenden hin. Der Grace hat mich angeflasht gerade, ne? Habe ich leider nicht gesehen, weil er seine fette, hässliche Smokebombe in mein Gesicht gedrückt hat. Ich glaube, er hat mich angeflasht. Bin ich der Meinung. Wir haben auch drei Türme top bekommen. War actually fine, ne? Wir haben zwei Türme gedroppt und drei bekommen. Der Trade war auch okay. Das Game ist als Ashe leider nicht sehr enjoyable. Was ist denn das hier? Versuch das mal zu outplayen. Ich weiß nicht, ob das klappen wird tatsächlich. Wow. Die hatten da irgendwo Vision. Irgendwo hatten sie Vision. Das war lustig. Ich dachte halt nicht, dass ich gespottet bin, deswegen habe ich ein bisschen spät gearrowed.
hard to play this game. Oh. Salvation. I'm not sure how we win this. Ja, mein war natürlich meine Schuld, dass. Gut. Sorry for existing. Hier wirklich so ein bisschen. Ich bin für die schöne Optik da. Ich bin wirklich einfach nur Deko. Ah, ich hätte den Syndra jeder dodgen müssen. Boah, ist auch nicht ganz so einfach. Aber keine Syndra-Ult jetzt für Soul Point. Mal hin. Ja, das Game bin ich wirklich Aerobot. Das ist einfach so. Okay, not bad. They promised us infinite possibility. They lied. Muss hier Midlane Wave. Ach, noch ein das. Oh, der war ja so kacke, der Euro. Scheiße. Und für den zwar übelst viele Waves dafür, wir müssen den Drake mal, das ist so gut. Ne? Das Einzige, was ich mache, ist W drücken. Und ich muss halt gute Arrows hitten, aber das tue ich leider nicht bisher. Wow. Das ist wirklich ein undankbares Game als AD Carry. Ich mache quasi keinen Schaden. Kann eigentlich fast gar nicht hitten. Und wenn ich aber einen Fehler mache, bin ich sofort tot. Also ich werde, das ist so ein klassisches Game. Ich werde nicht dafür belohnt, wenn ich gut spiele. Aber ich werde extrem hart dafür bestraft, wenn ich schlecht spiele. Das ist wirklich kein schönes Game. Shrinnington. Ja, das ist wirklich nicht sehr enjoyable, leider. Aber gehört auch zum Leben dazu. Gehört auch dazu. Ich wollte mir eigentlich BT kaufen, aber ich glaube, BT macht auch einfach nichts, das Game. Aber ich weiß auch nicht, mit welchem Item ich hier irgendwas mache, tatsächlich. Vielleicht hätte ich Black Cleaver kaufen sollen. Oh, Black Cleaver wäre, glaube ich, tatsächlich das Play gewesen, ne? Kann man sogar noch Black Cleaver kaufen und dann einfach mit W Black Cleaver stacken. Ich glaube, das ist ein legit Display. Ja, das... Ist das kacke, Alter. Chilliger Damage.
Sorry. Sorry, dass ich dich gehittet habe. Kommt nicht mehr vor. Tut mir leid. Das war Q Auto Attack. Gut. Ich glaube, Black Cleaver ist wirklich ein guter Call. Unser Nunu ist full AP. Bild. Mhm. Aber ich glaube, legit Black Cleaver ist hier ein sehr gutes Item. Am besten nicht alle Sterne, ganz cool, glaube ich. Anton ist auch noch dead, leider. Maybe not. Oh, sehr, sehr tot sogar. Sehr, sehr tot. Okay, jetzt 40 auf Drake. Eine Stopwatch auf Syndra. Also Syndra oder Way müssen One-Shot sein. Das sind unsere besten Targets. Wenn ich den alleine mache und hier ist irgendwo ein Wave, bin ich tot, ne? Oh ja. Okay, der ist Mitte. Was ist das für ein Ashbild? Das ist der verzweifelte, ich möchte irgendwie Impact haben, Ashbild. Ich nehme Vorschläge auch noch an für weitere Items. Bisschen, also ein bisschen Damage brauche ich doch noch. Ich hätte jetzt überlegt, dann noch Phantom Dancer zu gehen. Ja, BT. Aber BT, also bringt ja auch nur was, wenn du viel hittest. Aber ja. Ich glaube, mein Damage ist zu bad, wenn ich BT gehe. Ja, Terminus kann ich nicht kaufen. Ich habe ja schon Black Cleaver gekauft. Ja, Blade hatte ich auch überlegt. Oder Hexblade. Aber ich glaube, noch mehr Tankiness bringt tatsächlich nichts. Also wir sind jetzt an dem Punkt, wenn ich gecatcht werde, bin ich... Also ich bin tanky genug, um nicht von einem Spell zu sterben. Aber das ist auch schon das Höchste der Gefühle. Und die zeigen sich ja gar nicht mehr. Die haben echt Schiss, ne? Ich glaube, die hovern gerade wahrscheinlich hier irgendwo Botlane. Memories are more than ones and zeros. Achso, das hat mich noch. Sehr große Angst vor dem Blank hier. Irgendwie das Banshees zu bekommen wäre auch geil, aber. Boah, die haben Double Banshees, ist das goldig.
Ja, am Ende gewinnen wir das Game, weil wir halt Arrows treffen, ne? Nee, ich geh jetzt Phantom Dancer. Phantom Dancer ist als Damage-Item einfach, glaube ich, zu gut, um es nicht zu kaufen. Wo war eigentlich die Syndra? Wait, ist die Syndra disconnected? Die haben wir jetzt ewig nicht mehr gesehen. Die ist 3 Level down. Ich glaube, die Syndra ist disconnected. Gut, das ist natürlich schade. Aber gut für meine Elo. Entering enemy territory. Kurz respekten. Der Pantheon geht nochmal Base. Ich mach mal einen Hawkshot in die Base, einfach um zu wissen, ob ich die Syndra jetzt noch respekten muss oder nicht. Naja, die ist wirklich AFK. Hm. Hätte ich gar nicht pushen sollen. Weil doch, wir müssen die hier noch hoch annehmen. Very nice. Können wir die Wave noch gebufft hier? Oh, der Baron-Buff ist aber sehr faul. Oh nein. Hilfe! Okay, das ist es nicht. Das ist es tatsächlich gar nicht. Hätte ich nicht in W-Range laufen dürfen. Ich dachte, wir killen ihn schnell genug, aber... Die ist too tonky. Too tonky. Weiß ich gar nicht, was ich jetzt Last Item gehe. Gehe ich jetzt noch Infinity Edge? Oder gehe ich einfach MR gegen den Way? Aber nee. Ja, wobei, eigentlich kann mich nur der Way killen, ne? Also das da gerade ist nur passiert, weil ich geintet habe. Ich glaube, ich nehme einfach einen dicken Mantel mit. Mit 3000 Leben macht so ein bisschen MR schon einen großen Unterschied. Sieht nach einem spaßigen Game aus. Ah, ich meine, es ist jetzt 4 gegen 5, also das ist jetzt einfach nur ein Pflichtsieg. Aber gibt auf jeden Fall spaßige Games als Ashe. Aber frag mal den Varus, ob er Spaß hat. Ich glaube, das hält sich auch in Grenzen. Juxo, BT oder Wits End? Juxo klingt irgendwie erstmal nicht so geil. Nee, ich gehe Wits End. Ich glaube, der Phantom Dancer war es auch schon nicht. Never trade freedom for security. Ich glaube, Wits End als viertes und dann BT als fünftes wäre es gewesen oder andersrum. Oh, jetzt ist auch egal. Wir hier nicht Aaron, weil wir können das auch noch 4 gegen 5 verlieren. Egal, dass ich mit 4 Items auto-tacke, ne? Ey, wieso habe ich denn immer noch Tower Agro? Wo ist ich? Gut. Nehmen wir mit.
Nehmen wir mit. Aber kein satisfying Game, aber das ist okay. Das ist okay. Mein Damage war trotzdem fein. Way, einfach 36.000 Damage. Maschallah.